Okay Leute, willkommen zu einem weiteren Tutorial auf dem Tutorial-Salat-Kanal beziehungsweise Fruity-Loops-Tutorial.tk. Im heutigen Tutorial geht es um Vocals und Sprachen in die Richtung mal wieder. Ich wurde gefragt von, ja, von wem wurde ich denn gefragt? Ich habe den scheiß Namen vergessen. Von Spawny1337. Und zwar wollte er wissen, wie man so eine Art, also eine bestimmte Art elektronischer Stimmen erzeugen kann. Und ich habe gesagt, okay, kann ich machen. Und jetzt mache ich's. Warte mal, ich brauche Tastatur. Das ist ganz einfach. Also, in Fruity Loops gibt es einen Sprachgenerator, der generiert Sprachen, das nennt sich Speech. Und zwar findet ihr das im Content Browser, wenn ihr unter S geht und dann Speech. Ihr habt jetzt schon Vorgaben. Und diese können wir jetzt ganz einfach hier reinziehen. Das Ganze ist jetzt natürlich noch ein bisschen langweilig, das ist ja alles Standardwissen. Okay, manche werden es nicht wissen. Hier können wir dann unseren Text eingeben. Das Problem ist jetzt, dieses Teil ist auf englische Sprache ausgerichtet. Also wenn ich jetzt eingebe, ein Männlein steht im Walde, dann wird er mir sagen, jetzt will er es erstmal speichern, ich kann hier auf Listen klicken. Das ist jetzt überhaupt nicht das, was ich haben will. Deswegen muss ich halt Tricks anwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel du sagen will, also du, wenn ich jetzt du reinschreibe, okay, dann sagt er jetzt du, das jetzt. Nehmen wir mal irgendwas anderes. Nehmen wir mal Schule. Ach, jetzt zeige ich hier noch. Das du davor, so weg. Nehmen wir jetzt mal Schule. Jetzt sagt er School. Um das jetzt in Schule zu ändern, muss ich jetzt hinter dem. Muss ich jetzt so. Vielleicht geht's damit. Also ihr seht, da muss man denn das alles so ein bisschen halt. Man muss es so sich vorstellen, wie das in amerikanischer Sprache gesprochen ist, und so muss man den Text anpassen, um deutsche Worte da rauszubekommen. Zusätzlich kann ich hier noch die Persönlichkeit des Vocals ändern, also wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten und so weiter. Oder der Style, ob das jetzt monoton ist und singen. Oder hier, ob es briefy sein soll, die Geschwindigkeit. Und natürlich auch die Tonhöhe. Kann ich alles. Mann, diese scheiß Maus. Kann ich alles so einstellen. Ich finde es aber total beschissen und Standard. Deswegen benutze ich das so eigentlich so gut wie nie. Was ich mache, ist erstmal, wenn ich einen Ton erstelle, ich habe euch ja gezeigt, das kann man jetzt hier reinziehen. Ich mache das immer ein bisschen anders, damit ich es später noch anpassen kann. Ich klicke es mit rechts an und öffne es in einem Granulizer-Channel. Der Granulizer-Channel ermöglicht es mir, die Sachen schneller oder langsamer zu machen. Und so kann ich es dann besser anpassen. Zusätzlich jage ich diese Stimmen standardmäßig immer durch einen Vocoder. Und zwar, also so klingt die Stimme jetzt normal, die ich jetzt hier in den Granulizer-Channel gezogen habe. Die ist jetzt natürlich total langsam. So. So ist sie jetzt natürlich Standard. Und ich setze das Ganze immer in den Vocoder. Und so klingt es alles schon eine ganze Ecke cooler. Jo. Wenn ihr wissen wollt, wie man Vocoder benutzt, guckt meine älteren Tutorials an. Da erkläre ich, wie man Vocoder benutzt. Hier, das ist der Fruity Vocoder. Der ist auch immer standardmäßig dabei. Cooles Teil. Jo, das war's jetzt soweit. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und so. Ansonsten haut darauf. Bis später. Peace.